Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu dem neuen Projekt, was ich angekündigt hatte. Die Sims 4 Lucky Legacy Challenge. Und da ihr bestimmt alle das Regelvideo gesehen habt, werden wir direkt in das Spiel starten. Wir sind hier bei Sky Drew. Die haben wir auch schon kennengelernt im Regelvideo. Und ich denke, wir beginnen einfach direkt ein neues Spiel. So, wähle eine Jahreszeit zum Spielen. Da werde ich das natürlich auch auslosen. Maximal 4. Und dann Frühling ist 1, Sommer ist 2, Herbst ist 3 und Winter ist 4. Und wir drücken drauf und es ist die 4. Wir starten also im Winter. Alles klar. Ist vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht für einen Vampir. Und jetzt geht's um die Welt. So, es gibt 15 Welten. Mal gucken, welche wir bekommen. Okay, wir drücken. Und es ist die 10. Die 10 ist Strangerville. Irgendwie waren wir da gerade erst, aber ja, lässt sich jetzt nicht ändern. Wieso auch immer jetzt einfach alles ausgegangen ist, Hilfe. Dann ziehen wir wohl nach Strangerville. Wir nehmen uns am besten hier oben ein Grundstück, weil hier oben ist es halt voll schön. Hausflussblick. Das nehme ich. Und dann würde ich gleich noch ausrechnen, wie viel Cash Money sie bekommen soll. Ich würde sagen, Minimum ist 100 Simoleons und Maximum ist 2000. Damit wären wir ein wenig über dem Budget, was normalerweise in einer Legacy Challenge wäre. Und ich denke, das ist angemessen. Deswegen generieren wir das jetzt einfach mal. Und sie bekommt 1683. Das ist ein ganz normales Budget tatsächlich für eine Legacy Challenge. Dementsprechend kann man das schon mal machen. So, das hier interessiert uns natürlich nicht, weil darum werden wir uns nicht kümmern. Das ist mega das schöne Grundstück. Vielleicht können wir ja sogar ein bisschen was, also ein kleines Haus bauen. Das würde ich aber dann in einem Zeitraffer tun. Ich hoffe, dass das irgendwie möglich ist. Wir sehen uns dann gleich. Wenn ich jetzt gerade, warte, ich muss auch noch das Geld eingeben. 1000, achso. Money. 1683. So. War das nicht so? Warte mal. Kann ich auch einfach so? 1683. Set it. So. Jetzt hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das jetzt nicht funktioniert hat. Aber ist mir egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Geld und wir starten mit einem kleinen Zeitraffer. Wuhu! Sieht jetzt nicht gerade hübsch aus oder so, aber
ihr müsst jetzt halt auch mal bedenken, es ist jetzt halt quasi unser Starterhaus. Und zumindest haben wir alles, was sie als Vampir braucht. Also wir haben auch Glück, dass sie ein Vampir ist, weil eine Küche oder so hätte ich jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt bezahlen können. Ja, und halt ein Klo oder so brauchen wir ja zum Glück auch nicht. Das ist halt gut, jetzt haben wir zumindest was, wo wir halt reingehen können, damit sie uns hier nicht wegstirbt. Weil, naja, sie ist ein Vampir und sie stirbt in der Sonne. Und das wäre natürlich suboptimal für ein Legacy-Projekt. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall kann sie hier drin existieren und das ist schon mal sehr, sehr schön. Und können wir darüber reden, wie schön diese Stadt eigentlich ist? Meine Güte, ey. Jetzt wird es aber Zeit, um für unseren ersten Tag zu randomisen. Mal gucken, was wir bekommen. Ich weiß gerade gar nicht, ich habe nochmal Sachen hinzugefügt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 153. Ja, das stimmt. So, dann machen wir bis 153 und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was unsere erste Aufgabe sein wird. Generieren. Oh, das ist die 2. Interessant. Eine sehr, sehr frühe Zahl. Gib deinem Sim ein Makeover. Okay, nehmt mir das jetzt nicht übel, aber ich werde nochmal drehen, weil wir haben mit diesem Sim noch nicht mal gespielt und jetzt schon Makeover geben, wäre einfach doof. Ich denke, jeder wird das verstehen, weil ihr habt den Sim einmal so gesehen und als ob der Sim gerade einzieht und erstmal ein neues Makeover braucht, fände ich doof. Deswegen würde ich es jetzt einmal nochmal neu machen und ich nehme die 104. Was kommt denn dann? Die 104 ist, kaufe ein Mikroskop und nutze es. Ein Mikroskop? Oh shit, dafür müssen wir glaube ich erstmal sparen, weil ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, weil die sind ja relativ groß. Mikroskop. So, wie viel kostet das denn? 1630? Oh mein Gott. Also unsere Simmin muss auf jeden Fall erstmal einen Job einschlagen, weil ohne einen Job schaffen wir das niemals. Ich hoffe, dass das ein Ding ist, was wir diese Folge überhaupt schaffen werden, weil es wird auf jeden Fall hart. Weil ich meine, wir haben 81 Simoleons. Das ist jetzt nicht so viel, würde ich behaupten. Ich weiß gar nicht, in was für eine Karriere ich sie stecken soll. Ich bin der Meinung, ich würde ihr das schon selber aussuchen, so. Verbrecherin, nee. Also, sie ist zwar ein Vampir, so, aber das ist halt, glaube ich, nicht das, was ich mir bei ihr vorstellen könnte. Ich könnte mir tatsächlich so Militär vorstellen, dann würde sie auch gar nicht so lange arbeiten. Und ich meine, wenn wir jetzt eh in Strangerville wohnen, warum eigentlich nicht so, ne? Deswegen, let's go, machen wir das. So, wir haben erstmal, haben wir Anforderungen? Ja, Level 2 der Fitnessfähigkeit. Ja, sie kann ins kalte Wasser. Am Laufband laufen. Das kriege ich hin. Gibt es hier irgendwas, was man sammeln kann? Ich habe ja nicht hier oben in Strangerville gewohnt, deswegen weiß ich nicht, ob man hier irgendwas finden kann. Weil sonst würde ich erstmal einfach ins Fitnessstudio gehen. Und vielleicht können wir da halt noch dann Sachen suchen, die wir verkaufen können. Und wir können vielleicht halt dann schon leveln, damit wir eventuell schon direkt befördert werden, weil wir brauchen jetzt das Geld. Ich glaube, hier gibt es kein Fitnessstudio, nein. Dann gehen wir nach Samashuna, würde ich sagen, weil ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Und ja, vielleicht kann ich dann auch schon ein paar Leute kennenlernen. Ich werde übrigens die Sims, die in der Galerie sind, die wir schon umgestylt hatten im letzten Video, die werde ich hier nach dem Part, also vor dem nächsten Part auf jeden Fall, noch hinzufügen. Am besten platziere ich die auch in Strangerville, dann ist es nämlich wahrscheinlicher, dass die bei uns auftauchen und dass wir die mal sehen können. So, hi, Sebastian Völl, ein Paparazzi. Moin. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt erstmal trainieren und ich guck mal, was wir halt schon mal hier so finden. Weil in Samashuno ist eigentlich gut, weil normalerweise findet man hier so diese Kisten und so. Ich weiß nicht, ob das in dem Viertel auch so ist. Hier ist auf jeden Fall ein Seifenmacher. Nice. Aber leider interessiert uns das hier gerade nicht. Ich glaube, es sieht hier gerade schlecht aus mit Sammelobjekten. Aber naja, immerhin trainieren wir. Das ist ja schon mal gut. Hey, hier ist Brand Hacking. Der mit Brand Hacking verheiratet ist. Lol. Ahnungslose Rekrutin. So, und sie hat das geschafft. Wir haben dafür Geld bekommen. Nice. Das ist easy. Das schaffe ich. So, jetzt wäre es natürlich gut, wenn sie dann heute noch ihr Level erreicht. Weil dann würde sie ja hier auch direkt steigen. Noch. Und
Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Sie unterhält sich mit dem Typi. Dann können wir uns einfach freundlich vorstellen und so. Weil, ich meine, dadurch, dass wir Vampire haben, brauchen wir ja nicht uns zu hetzen. Zum Glück, weil wir... Wir spielen ja auf kurzer Lebensdauer. Ja. Ach so. Okay, ich hab's gefunden. Änderung anwenden. So, zack. Zack. So, und... Auf jeden Fall, wir müssen uns ja nicht stressen. Das ist ja schon mal gut. Weil wir ein Vampir sind. Wir altern ja nicht. So. Erster Eindruck, emotional ausdrucksstark. Ab und zu ist es schön, jemanden zu treffen, der keine Angst hat, zu teilen, wie er sich wirklich über Dinge fühlt. Ja. Klingt doch ganz gut, oder? Ich meine, halt so ein paar Leute kennenzulernen ist ja nicht schlecht. Freunde zu haben ist nicht schlecht. Ein normales Leben zurückdenken. Erstmal so sagen, so, hi, ich bin ein Vampir. Moin. Nein, wir trinken nicht dein Plasma. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen will, weil einerseits ist es halt super nervig, sich nur um, also halt diese Beutel zu kaufen. Andererseits, ja, es ist halt auch doof, die ganzen Leute auszulutschen immer. Und weil die hassen dann alle einen. Sie kann nochmal an die Grenzen gehen. Ich meine, das ist halt schon sinnvoll, to be honest. Weil wir brauchen halt jetzt so viel Fähigkeit, wie es am besten geht, weil damit wir halt hier schnell vorankommen, ne? Treffen wir uns heute noch? Ich habe mich wirklich auf unsere Pläne gefreut. Okay, er hat uns eingeladen. Einladungen sind eigentlich immer ganz nett. Ich meine, dann können wir halt unser Kennenlernen ein bisschen vertiefen. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Trotzdem brauche ich eigentlich dringend Geld. Über nachhaltige Lebensweise reden. Ja, mach mal. Kann ich hier irgendwelches Zeug finden? Das wäre ziemlich cool. Hier kann man malen, aber leider ist hier nichts. Ist ja gerade erst eine neue Welt entstanden. Hey, das habe ich renoviert. Aber es sieht immer so schlecht aus. Ich bin gerade nur in Orten, wo man halt nicht so gut irgendwas machen kann. Das ist irgendwie doof. Was ist eigentlich mit ihr? Sie ist gelangweilt. Was für ein langweiliges Leben. Das ist langweilig. Was ist sie denn? ENFP. Enthusiastische, kreative und kontaktfreudige Freigeister, die immer einen Grund zum Lächeln finden können. Zu den beliebten Hobbys der ENFP gehören das Schreiben, das Schaffen und die Wertschätzung von Kunst, das Spielen von Musikinstrumenten, Musik hören, am Gemeinschaftstheater teilnehmen und Belletristik lernen. Was auch immer das ist, I don't know. Ich habe das Wort, glaube ich, noch nie gehört. Naja, dann können wir uns ja über Langeweile beschweren. Wieso ist dieser Geist hier, frage ich mich. Hier, dieser Gidri. Nee, achso, ich dachte, das wäre dieser Gidri. Der sah so aus. Felix Psydet. Warte mal, ist das nicht der von an die Uni? Kann das nicht sein? Das ist irgendwie ganz komisch auf jeden Fall, dass dieser Geist hier ist. Ja, wo sind wir? Oh, sie hat sich geschminkt und es ist nicht so schön geworden, ehrlich gesagt. Kritisch. Ach, hier sind Paparazzis und Stars und irgendwelche komischen Downies. Über Promi-Flüstern. Oh mein Gott, ja. Diese Judith Ward. Ja, oh mein Gott, wir müssen reingehen. Sonst sterbe ich. Ich muss eh duschen. Ah, ich habe schon wieder fast vergessen, dass ich ein Vampir bin. Also, nicht ich, sondern... Warte, hier kann man nicht duschen, oder? Doch. Okay, ich glaube, das sind... Unisex-Duschen. Dann eine erfrischende Dusche. Hihihihihi. Die sind so geil, ey. Ah, oh Mann. Ist das... Bad draußen? Ja, oh mies. An sich würde ich gerne schwimmen gehen, aber die Vampirenergie ist halt jetzt auch nicht mehr so hoch, ne? Kann sie denn irgendwas dagegen tun? Ich habe schon lange nicht mehr mit Vampiren. Dunkle Meditation. Wäre vielleicht sinnvoll. Ich weiß nicht. Ich glaube, das bringt was, oder? Ja, auf jeden Fall bringt das was. Okay, nice. Hallo, Nox. Können wir jetzt weiter quatschen, über nachhaltige Lebensweise sprechen? Das gefällt dir doch, oder? Ich möchte mit dir rumblödeln. Ach, warum kann ich da nicht hin? Ach, weil das abgetrennt ist in Männer und Frauen. Scheiße. Ich wusste nicht, dass man von hier kommt. Also, ach, können wir jetzt mit dem quatschen? Ja, bestimmt, ne? So, wir können uns ja über die Kälte beschweren. Weil Kälte ist natürlich auch blöd, ne? Und dann kann sie ja einen Vampirwitz machen. Und eine lustige Geschichte erzählen. Und über Ausgehen sprechen. Wir müssen auf unser Grundstück noch machen, dass wir ein Tiny House sind. Hast du von dem italienischen Koch gehört, der gestorben ist? Er machte Pasta. Nein, hast du nicht.
Ich bin froh, dass ich heute rausgegangen bin. Es ist nicht gut, die ganze Zeit am Haus zu bleiben. Ja, das stimmt schon, aber als Vampir ist es schon besser. Dann machen wir das mal weg und gehen erstmal nach Hause, damit sie dann erstmal ein bisschen schlafen kann. Weil ich meine, bis sie diesen Perk hat, dass sie nur noch in Sägen schlafen kann, ist es ja ganz gut, dass wir ein Bett haben. Wir müssen uns morgen aber wirklich darum kümmern, dass wir Geld kriegen, weil das ist leider ein bisschen kritisch. Weil ich würde gern wirklich diese Folge halt unseren Dreh noch schaffen, weil sonst ist das ein bisschen schlecht. So, und jetzt würde ich erstmal das Haus als Tiny House machen. Weil wenn ich jetzt hier irgendwie trainiere oder was auch immer, irgendwelche Fähigkeiten aufbaue, würde ich gerne, dass wir halt unsere ganze, also halt das schaffen. Weil ich meine, wir haben hier ein Mikrohaus. Und die Vorteile sind halt einfach mega, mega krass, ne? Also ich meine, Kostenersparnis, Beziehungsarbeit, Wachstumsschub, anhaltendes Stimmungshoch, du hast den Dreh raus, doppelter Komfort. Ja, und das ist natürlich dann schon ganz nett. Und ich muss den Briefkasten noch nach vorne holen. So, ich meine, das sieht jetzt halt nicht so hübsch aus, ehrlich gesagt, ne? Aber ja, muss es jetzt aber noch nicht sein, ne? Haben wir eigentlich schon irgendwelche Bücher, wo man was lernen kann? Leider nein. Weil sonst hätte ich das mal eben gemacht. Und irgendwie ist sie noch nicht fertig mit Duschen. Deswegen soll sie mal eben schnell duschen. Und dann würde ich sie erstmal schlafen legen. Sie bekommt halt langsam Durst. Kritisch. Sie soll erstmal was lesen. Weil ich glaube, davon geht der Spaß zumindest hoch. Ah, Mann, ey. Ausbildung. Nee, wir gehen definitiv nicht zur Uni. So, sie geht zur Arbeit auf jeden Fall. Weil von zu Hause arbeiten, irgendwie habe ich das Gefühl, das klappt nicht immer so, wie man will. Und naja, das wollen wir jetzt natürlich nicht. Okay. Gereifte der 4. Klasse. 985. Sehr schön. Wir können noch abstimmen für den nachbarschaftlichen Plan. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Medaillenvitrine, Medaille, mutiges Herz. Schön. Ein bisschen irgendwas haben. I don't know. Saft für alle. Ich würde das hier erstmal nehmen mit dem hier Handarbeit, Geschicklichkeit, bla bla. Das glaube ich ganz gut. Sie muss herummarschieren. Aber ich glaube, das kann ich mir gerade jetzt nie so leisten in der prallen Sonne. Da kommt die hin. Und die Medaille ist dann wahrscheinlich hier in dem Inventar drin. Oh, wir haben sogar zwei. Cool. Wow. So cool. Ich will halt endlich keinen beißen, aber vielleicht ist es einfach besser, wenn wir es tun würden. Hier, ihn hier. Können wir ihn einfach... So, wir nötigen ihn, weil leider haben wir sonst keine Chance, hier irgendwie was zu schaffen. Weil wir beißen dann ja so oder so jemanden, wenn wir auf Null landen hier. Und das ist halt ein bisschen doof. Danach muss sie wahrscheinlich aber erstmal ganz schnell nach Hause laufen wieder. Das hat nicht so gut funktioniert. Kannst du das nochmal versuchen? Ich glaube, das hat nämlich einfach gerade rumgeglitscht. Normalerweise müsste das nämlich funktionieren, oder? Weil sie hatte noch keinen Perk, dass sie im Sonnenlicht schwächer ist oder so. Oh, oh, oh nein, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Geh bitte nach Hause. Bitte. Ich weiß jetzt aber auch ehrlich nicht, was ich tun soll. Also ich meine, wir können natürlich wieder in ein Fitnessstudio gehen, aber wir können ja in eine andere Stadt gehen. Dort kann sie dann trainieren und danach kann sie... Also zum Beispiel Oasis Springs oder so, da kann man ja ganz gut was finden. Dann gehe ich da hin, trainiere dann, dann kann sie ihre Fähigkeit hochmachen. Und wenn es dann Nacht ist, dann können wir Items sammeln. Die uns Geld bringen. Das wäre doch eine Idee, oder? Nox ist einfach schon wieder da. Was mit ihm? So, dann soll sie duschen gehen. Sie hat zwar leider noch nicht Level 3 erreicht, aber egal. So, ich schaue schon mal, was sie alles so mitnehmen könnte. Es sind auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, wo man graben kann. Ich hoffe, dass ich eine ganz gute Ausbeute bekomme. 3 Zeitkapseln, das sind immerhin 210. Damit habe ich schon fast mein Goal erreicht. Ja. Ab nach Hause. Ich weiß, der erste Part ist jetzt vielleicht noch nicht so spannend, aber wir versuchen natürlich hier immer unsere Sachen zu erreichen. Und jetzt ist es halt, ein Mikroskop zu kaufen und es zu benutzen. Und ja, ich werde schon die erste Folge überziehen müssen. Wild, wild auf jeden Fall. Zumindest was die Aufnahme angeht, weil ich bin jetzt schon bei 40 Minuten. Und normalerweise mache ich jetzt schon Schluss. Dunkle Form zeigen.
Oh, weil sie jetzt halt so Dings ist, unwiderstehlicher Durst. Den nächsten Sim, den sie sieht, den wird sie attackieren. Hoppla. Aber sie kann auch jetzt nachts auf jeden Fall herummarschieren. Nein, sie ist zu unwohl. Läuft nicht zufälligerweise irgendwer vorbei oder so. Aber jetzt attackiert sie irgend so einen Typen. Naja, das geht auch. Danach kann sie auf jeden Fall herummarschieren. Level 3, wuhu. Ah, ein neues Kind der Nacht. Bla 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 bla. So, das kann mich also nicht umbringen. Cool. Vampirbuch, cool. So, sie ist zu Hause, sie geht erstmal duschen. Wir haben jetzt 1467. Das heißt, wir müssten jetzt halt noch ein bisschen auftreiben. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann davon nur Fotos machen. Das bringt mir aber halt einfach herzlich wenig. Ich würde halt gern irgendwo. Kann man hier vielleicht irgendwas finden, wo man ausgraben kann oder so? Aber irgendwie, ist das ein bisschen doof, weil wir brauchen einfach Cash. Hier, da kann man graben. Sie fühlt sich zu unwohl. Dann soll sie sich waschen, dann fühlt sie sich vielleicht nicht mehr so unwohl. Hier hinten kann man auch graben. Oh, die Leute von dem Obstkuchen sind da. Lel. Und wenn sie die Sachen ausgegraben hat, dann muss sie ganz schnell nach Hause, weil ich glaube, dann stirbt sie. Komm zu uns in den Krater. Ich habe Plasma-Dings. Nein! Oh nein. Das kann doch nicht sein jetzt. Das passiert, wenn man ein unaufmerksamer Spieler ist. Kritisch. Aber eigentlich hat sie noch Energie. Das kann doch nicht sein. Wenn ich das hochmache, dann passiert aber auch nichts. Oh, Mano. Ich denke, wir werden die Challenge dann im zweiten Part neu starten, weil. Ich habe noch nie so eine Challenge verloren. Was soll das? Das war so auf jeden Fall nicht geplant. Und wie gesagt, sie hatte eigentlich noch Energie. Eigentlich voll komisch, oder? Naja, auf jeden Fall. Ja, werden wir dann im nächsten Mal neu beginnen. Wir können ja diesen Save-File benutzen und so. Ja. Also, genau. Also da, wo wir quasi angefangen haben. Wir werden dann wieder im Winter starten und vielleicht auch mit dem Haus und so. Aber. Ah, das war ein bisschen suboptimal. Ach, Mano. Ich hoffe, euch hat der erste Part trotzdem irgendwie gefallen, auch wenn es jetzt ein ganz komisches Ende ist. Ich hoffe, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.